Hallo, guten Tag. Ich möchte alle Zuschauer einladen, mir beim Öffnen einer neuen Rebay-Bestellung zuzusehen. Das ist insgesamt meine 96. Bestellung bei Rebay und die letzte liegt 11 Monate zurück. Das hat zwei Gründe. Zum einen muss ich mit dem Lesen von Büchern hinterherkommen. Und zum anderen geht mir der Platz aus, um neue Bücher hinzustellen. Also meine Wohnung ist voll, überall stehen Bücher in jedem Zimmer. Ich sortiere schon einiges aus, aber es ist jetzt nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte. Und heute ist der 20. Februar 2022. Ich weiß nicht mal, ob ich dieses Video auf dem YouTube-Kanal hochladen kann. Da gibt es neuerdings bei YouTube für die Inhaber von diesen Kanälen, da gibt es irgendwelche Bestimmungen, man muss sich hiermit anmelden, damit anmelden, Smartphone oder irgend so eine zweistufige Bestätigung in einem Google-Konto. Und das muss mindestens 7 Tage lang bei Google registriert sein, sonst kann man das alles nicht nutzen. Also wenn es klappen sollte, dann könnte ich das frühestens 7 Tage in der Zukunft, also eine Woche später, hochladen. So, na gut, ich öffne es mal. Und gleichzeitig möchte ich noch etwas sagen, weil ich niemandem die Zeit stehlen möchte. Hier sollen 11 Bücher drin sein. Und von diesen 11 Büchern werden 6 Kriminalromane von dem schwedischen Autor Henning Mankell enthalten sein. Also das habe ich jedenfalls bestellt. Was hier drin sein wird, das werde ich ja gleich erfahren, ja. Also wer sich nicht für sowas interessiert, 6 von 11 ist über die Hälfte, für den wäre das eigentlich vertane Zeit, mir hier zuzuschauen, ja? Gut. Also das muss natürlich jeder selber wissen. Und dann sollen noch 4 andere Bücher drin sein und eine Landkarte. So, na dann. Bestellt habe ich diese Bücher, ich meine so am 15. Ja, am 15. Februar 2022. Da lief bei Rebay noch eine Rabattaktion. 20% Rabatt ab einem Bestellwert von 25 Euro. Und ich habe mir die Preise ausgerechnet abzüglich dieses Rabattes. Und die Versandkosten, die habe ich dann anteilig hinzugerechnet. Und wenn ich hier irgendeinen Preis sage, dann ist das eben der Endpreis. Also was ich effektiv inklusive Versand bezahlt habe. Oben liegen 2 Bücher. Ich beginne mal mit dem von mir aus linken. Das ist ein Henning Mankell Krimi von, also mit Kommissar Kurt Wallander, das ist ja hinlänglich bekannt, da gibt es ja also mindestens 2 Fernsehserien und so wie ich herausgefunden habe, die eigentlichen Bücher von dem Henning Mankell, die wurden wohl von der BBC verfilmt mit dem englischen Schauspieler Kenneth Branagh oder ja, wie immer man es ausspricht, ja? Und dann gibt es noch schwedische Verfilmungen, das sind etliche mehr, mit einem schwedischen Schauspieler. Und die basieren nur auf Figuren, die Henning Mankell in seinem Wallander-Roman geschaffen hat. Aber die schwedischen Verfilmungen basieren eben nicht auf den Romanvorlagen. Das ist ausschließlich diese englische Verfilmung dieser Reihe. So, ich habe schon 3 Henning Mankell Wallander Krimis und ich habe diese von dem österreichischen Paul Zollner Verlag. Und was mir aufgefallen ist, das sind alles Hardcover-Ausgaben und die haben eine, naja, lasst's.
Die haben eine sehr gute Papierqualität, sehr glattes Papier, die Bücher sind um die 20 Jahre alt, ist so gut wie gar nicht vergilbt, ja. Und darum habe ich mir hier ausschließlich Hardcover-Ausgaben von dem österreichischen Paul Zollny Verlag, der sitzt in Wien, bestellt. So, und dieses Buch hier, Midsommermord, das ist auch alles verfilmt und ich denke auch alles mit genau diesem Titel. Midsommermord, also bestellt habe ich von 2000, im Zustand sehr gut. Und bezahlt habe ich dafür 1,71 €. So, und jetzt gucke ich hier ganz kurz mal rein. Das ist aus dem Jahre 2000. Und das Buch hat 603 Seiten. Und ich habe es bestellt im Zustand, das ist ja auch immer wichtig für Zuschauer, was hat mein Kunde bei Rewe bestellt, in welchem Zustand und was bekommt er tatsächlich, ja? Ich habe es bestellt im Zustand sehr gut und soweit ich das hier sehen kann, ist es sehr gut. So, als nächstes kommt ein anderes Buch von einem, ich denke, amerikanischen Autor. Er heißt Bill Bryson. Und dieses Buch ist auch verfilmt worden von Robert Redford. Hier geht es ums Wandern. Ein älterer Herr will den Appalachen Trail in den USA entlang wandern. Und er sucht Leute oder einen Freund, der ihn begleitet. Und wie durch Zufall, also ich kenne nur den Film, ich habe das Buch noch nicht gelesen, meldet, also die meisten seiner Freunde, die haben irgendwelche Gründe, diesen Weg nicht zu gehen. Und dann meldet sich eben ein älterer Freund, der ja, ein bisschen beleibt und manchmal ein bisschen Probleme mit Alkohol und der wird in dem Film von Nick Nolte verkörpert. Ich habe den Film zweimal gesehen, er lief irgendwie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ich fand ihn sehr gut. Und Wandern, also jetzt so weite, also Fernwanderwege zu gehen, das habe ich früher gemacht. Also jetzt, das ist kein Hobby von mir, aber ich bin in meinem Leben 3 Fernwanderwege gegangen. In Schottland, in Südfrankreich und in Spanien. Und ich weiß in etwa, was das bedeutet. Und vieles in diesem Film hat in mir eigentlich die Lust geweckt, so etwas mal wieder zu tun. Allerdings ist es, wenn man mit viel Gepäck ist, es ziemlich beschwerlich. Also da, und man wird auch älter und naja. Und dieses Buch, mir hat dieses Cover gefallen. Es gibt eine neuere Auflage, die ist, ich glaube, aus dem Jahr 2015. Und da ist eben eine Szene aus dem Film drauf. Aber mir hat nun dieses Cover gefallen, wie der Bär hier so seine Schnauze da so ein bisschen in die Kamera hinein reckt. Ja, Picknick mit Bären. Für dieses Buch soll sein aus dem Jahre 1999, soll haben 352 Seiten. Ich habe es im Zustand gut bestellt für 1,55 €. Ja. Ich denke, das ist wohl aus dem Jahre 99. Ja. Originalausgabe war ein Jahr zuvor, 1998. Ja, das ist okay. So, und ich habe hier schon mal was vorbereitet zu 3 Büchern, die hier enthalten sind, die damit indirekt zu tun haben. Und hier ist es ein Buch, das habe ich schon in meinem Besitz. Das ist derselbe Autor, Bill Bryson. Reif für die Insel, England für Anfänger und Fortgeschrittene. Das habe ich gelesen, das hat mir sehr gefallen. Das ist eben keine trockene Reisebeschreibung. Ja, man kann es schlecht
in Worte fassen. Aber er beschreibt die Engländer ganz gut und auch dieses Land. Und weil mir das Buch von diesem Autor gefallen hat, deswegen habe ich mir jetzt auch die Buchvorlage zu dem Film geholt. Ach so, ich könnte mir vorstellen, jeder, der sich für Wandern interessiert, also jetzt nicht nur für irgendwelche Nachmittagsspaziergänge, sondern für Fernwanderwege, dem könnte so etwas gefallen. Weiter geht's mit einem dicken Buch, Henning Mankel, Der Feind im Schatten. Auch hier die Hardcover-Ausgabe vom Paul Zollny Verlag in Wien. Mit Schutzumschlag. Moment, Der Feind im Schatten, ich habe es bestellt. Im Zustand gut. Für, Moment, 1,47 Euro. Das Erscheinungsjahr habe ich mir hier nicht dazu geschrieben. Das wird auch so um 2000 sein. Aha. 2009. Hier steht sogar die Originalausgabe, erschien 2009 unter dem Titel Sowieso in Stockholm. Aha, ja, das ist 2010. Gut. Und dieses Buch hat, Moment, 588 Seiten. Und wenn man sich das mal so ein bisschen durchrechnet, dieses Büchlein hier so aufgerundet 1,50 Euro, kann man lange dran lesen. Und eine Tageszeitung kostet heute zwischen 1,30 Euro, 1,50 Euro. Ja. Die ist morgen nicht mehr aktuell, wird zum Altpapier gelegt. Da denke ich, hat man mit diesen Büchern länger Freude. Wenn ich hier immer etwas zu den Handlungen sagen würde, dann würde das, ich denke mal, den zeitlichen Rahmen etwas sprengen. Und die meisten von den Zuschauern werden sicherlich die Krimis kennen und wer sich überhaupt nicht für Krimis interessiert, ich denke, der wird schon mit diesem Video hier abgebrochen haben. Weiter geht's. Jetzt ein anderes Thema. Das Buch heißt Die Kolonie der unerfüllten Träume. Der Autor Wayne Johnston, das ist ein Kanadier. Und ich denke, er ist auf der kanadischen Insel Neufundland geboren. Das ist das erste Buch, was ich von ihm bestellt habe und lesen möchte. Aus dem ganz einfachen Grund, weil mich Neufundland interessiert. Also die Insel vor der kanadischen Ostküste. Bevor ich dazu etwas noch sage, kommen wir hier zu einem anderen Buch, das hiermit indirekt zu tun hat. Das ist auch eine Buchvorlage, aus der ein Film entstanden ist, ein sehr schöner Film, wie ich finde. Das Buch heißt Schiffsmeldung, genau wie der Film. Oder im Englischen Shipping News von, ja, wie spricht man es aus? Annie Polks. Und das hatte ich letztes Jahr gelesen. Den Film kannte ich auch schon lange. Und es hatte mich immer mal gereizt, das Buch zu lesen. Und dieses Buch gehörte zu den besten, was ich letztes Jahr gelesen habe. Und die Insel interessiert mich nach wie vor, überhaupt diese ganze Gegend, also nicht nur Neufundland, auch Labrador oder Nova Scotia. Und jetzt lese ich hier doch mal vor, was hinten steht. Eine Liebeserklärung an Neufundland. Mitreißend und einfühlsam erzählt. Das schreibt die Berliner Morgenpost. Das Schöne an diesem Schmöker ist die wundersame Mischung von Geschichte und Fiktion. Da schlägt sich Joe Smallwood jahrzehntelang durch Neufundland, besitzt kaum einen Anzug, marschiert tausende von Kilometern, um ein paar Fischer zu organisieren, die das Wort Gewerkschaft noch nicht einmal kennen, und wird eines Tages genau das, was er einmal werden sollte, Premierminister. Was nicht im Lexikon steht, erzählt Johnston,
in stillen, lakonischen Reportersätzen von der Landschaft des Nordens und von der Liebe, die die, was heißt das? Hinkende und trinkende Reporterin Scheilack dem Premier aus dem Armviertel zeitlebens nicht gestehen kann. Das schreibt dazu die Zeit. Ja. Hier ist noch irgendwie ein Aufkleber drauf, 1 Euro, ich habe mehr bezahlt. Die Kolonie der unerfüllten Träume von 2001, ich gucke nach dem Verlag, ich denke, das ist der List Verlag, 560 Seiten und 1,63 Euro. Ach so, im Zustand gut. Ja, das ist ein List-Taschenbuch von 2001, genau wie ich es mir notiert habe, 560 Seiten. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, ich ziehe hier immer ganz viele Wallander-Krimis. Es ist, wie gesagt, es sind 6 Stück, mehr als die Hälfte. Das ist jetzt ein ziemlich dünnes Buch, Mord im Herbst. Ein Fall für Kurt Wallander, auch von dem Wiener Paul Zollny Verlag, auch als Hardcover. Und Moment, Mord im Herbst. Ganz oben, aha. Das dünnste Buch ist zugleich das teuerste von den Wallander-Krimis. Dafür habe ich bezahlt 1,87 Euro. Guck mal nach der Seitenzahl. Aha, hier werden nochmal die Wallander-Romane vorgestellt. Inklusive Erscheinung und Inhalt. Und jetzt dachte ich, hier bin ich hier schon beim Nachwort. Ja, der Anhang, die Nachbemerkung. Dann sind wir bei also 121 Seiten, was die Handlung betrifft. Ist gut. Und das ist aus dem Jahre 2013. Und Henning Mankel, der ist ja gestorben vor einiger Zeit, der hatte das 2004 geschrieben. Mord im Herbst ist ja gut. Ich habe es bestellt im Zustand sehr gut. Wenn ich hier so mal reinblätter, ist es in einem sehr guten Zustand. Ohne Eselsohren, ohne Einkreidung. Alles gut. So, noch ein Henning Mankel Krimi und dann kommt mal wieder was anderes zur Abwechslung. Hier die falsche Fährte. Habe ich bestellt im Zustand gut. Dafür habe ich bezahlt 1,56 Euro. Es ist erschienen 1999, das Original ist 1996 erschienen und dieses Büchlein hat 492 Seiten. Und so mal reingeblättert, ja, das ist... Das hätten die auch alles sehr gut verkaufen können. Jetzt zur Abwechslung etwas anderes, eine Landkarte. Vorsichtig herausgezogen. Und zwar geht es hier um die atlantischen Provinzen von Kanada. Atlantic Provinces and Island of Neufundland von Busche Map.
Dafür habe ich bezahlt 3,39 €. Es soll sein aus dem Jahre 2018 im Zustand gut. Ich müsste das hier mal ganz kurz öffnen. Hier ist noch der Preisaufkleber von der Buchhandlung drauf. Das kam einmal 7,50 €. Ja, der Maßstab ist natürlich auch immer interessant. 1:800.000. Wobei mir das jetzt nicht allzu viel sagt. Es sind beide Seiten Neufundland und hier ist Neubraunschweig, Nova Scotia, Prinz Edward Land. Hier. Und wenn ich das hier noch zeigen kann, hier ist Quebec. Und hier an der Nordspitze von Neufundland so eine kleine Meeresenge und da beginnt Labrador. Warum bestelle ich mir so etwas? Also eines Tages möchte ich da mal hinfahren. Und überhaupt habe ich ein Faible für Landkarten. Ich weiß natürlich, dass man sich alles im Internet auch angucken kann, wenn man unterwegs ist. Dann gibt es Google Maps, aber ich finde eben diese Displays von den Smartphones doch relativ klein und so viel wiegt das auch nicht, wenn man so etwas mitnimmt. Ja. Weiter geht's mit dem Henning Mankel-Krimi Die fünfte Frau. Auch wieder mit Kenneth Branagh verfilmt. Und Die fünfte Frau habe ich bestellt im Zustand gut. Wie immer hier bei dieser Bestellung der Zollner Verlag, die Hardcover-Ausgabe. Es gibt auch nur Hardcover von denen für 1,56 €. Das Buch hat 541 Seiten. Und ist aus dem, also die Auflage ist aus dem Jahre 1998 und 2 Jahre zuvor hat Henning Mankel das geschrieben. Ja. Das Buch selbst ist sehr gut, ohne Eselsohren, ohne Eintragung. Sehe ich hier gerade. Der Schutzumschlag ist ein bisschen lädiert. Ist nicht das Problem. Diese Art von Cover, also das ist jetzt nicht so unbedingt mein Geschmack. Mir ist eingefallen, wie der schwedische Schauspieler heißt. Der heißt Christer Henriksen. Und ganz ehrlich, gefallen mir die Verfilmung mit Christer Henriksen besser, auch wenn sie nicht auf den unmittelbaren Roman von Henning Mankel basieren. Der Kenneth Branagh, ich finde ihn manchmal ein bisschen zu theatralisch. Also ich finde die Verfilmung auch gut, aber ich finde die anderen, die schwedischen Verfilmungen, finde ich einfach besser. Und jetzt zur Abwechslung mal wieder etwas anderes, zwar auch ein Buch von Henning Mankel, aber kein Krimi. Das Buch heißt Die schwedischen Gummistiefel und es soll eine Fortsetzung eines erfolgreichen Buches von Henning Mankel sein. Und jetzt komme ich zum dritten Buch, was ich hier schon liegen habe, was in meinem Besitz ist und klar. Und was ich zuvor schon gelesen habe, das Buch heißt Die italienischen Schuhe von Henning Mankel und das war überhaupt das erste Buch, was ich von
diesem schwedischen Autor gelesen habe. Bis dahin war ich auch kein Krimi-Freund und das ist auch kein Krimi. Und deswegen hatte ich mir dieses Buch auch gekauft. Hier geht es um einen alten, ich meine, er ist, also Arzt, ja, ich meine, er ist ein Chirurge und er lebt aber in Rente auf einer schwedischen Schäreninsel, völlig allein mit zwei Haustieren, mit einer Katze, einer alten Katze und einem alten Hund. Und er denkt über das Leben nach, über den Tod, über die Einsamkeit. Er hat auch sehr wenig Kontakte zu anderen Menschen. Und eines Tages bekommt er Besuch von einer alten Frau, mit der hatte er vor Jahrzehnten mal eine Beziehung gehabt und die hat er dann urplötzlich verlassen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Und diese alte Frau, also die sind dann zu, mehr oder weniger, die sind dann in den Jahrzehnten, die dazwischen liegen, sind natürlich beide alt geworden. Und diese Frau kommt, um ein Versprechen einzulösen. Und zwar hatte er 30, 40 Jahre zurück, hatte er ihr einmal versprochen, zu einem bestimmten kleinen Gewässer in Schweden zu fahren. Und dieses Versprechen fordert sie nun ein. Und gleichzeitig erzählt sie ihm, dass sie wohl, ich meine, ich habe es vor ein paar Jahren gelesen, dass sie wohl Krebs hat oder irgend so eine unheilbare Krankheit und dass sie bald sterben wird. Und dann fahren die nun zu dem See und sie erzählt ihm, dass sie eine gemeinsame Tochter haben. Davon wusste der alte Mann nichts und die lernt er dann auch kennen. Und das Buch heißt Die italienischen Schuhe. Also der Titel kommt daher, die Tochter lebt irgendwo im schwedischen Wald, wo so eher so Aussteiger wohnen, ja, und da gibt es auch einen italienischen Schuhmacher und die Tochter beschwatzt ihren Vater, den sie auch gerade erst kennenlernt, das ist klar, sich bei diesem Schuhmacher ein paar Schuhe anfertigen zu lassen. Und das tut er dann auch und gegen Ende des Buches bekommt er die Schuhe dann auch. Ich fand das Buch insgesamt gut. Den Mann fand ich sehr sympathisch. Die Frau fand ich ein bisschen, also nicht die Tochter, sondern die ältere Frau, die fand ich ein bisschen nervend, weil die sehr fordernd war. Also gut, das Versprechen hat er eingelöst, aber dann kamen die mit immer mehr Forderungen und noch mehr und noch mehr und was er alles machen sollte. Und das fand ich doch ein bisschen nervend. Und das soll jetzt die Fortsetzung sein, die schwedischen Gummistiefel, also hier sind es italienische Schuhe, handgefertigt aus feinem Leder, jetzt sind es die schwedischen Gummistiefel. Und ich habe es bestellt, weil ich gelesen habe, dass es eben die Fortsetzung ist. So, und jetzt lese ich mal kurz vor, was hier steht. Seit Frederik Velin als Chirurg ein Kunstfehler unterlief, lebt er allein auf einer einsamen Insel in den schwedischen Schären. Eines Tages, er ist fast 70, nimmt sein Schicksal eine völlig neue Wendung. Sein Haus brennt bis auf die Grundmauer nieder. Die Polizei verdächtigt ihn zunächst, er habe selbst den Brand gesetzt. Doch so einfach liegen die Dinge nicht. Henning Mankels letzter Roman, das wusste ich gar nicht, dass es der letzte ist, ist nicht nur spannend, vom Anfang bis zum Schluss, er ist auch eine große Selbstbefragung. Was weiß ich über die Menschen, die mir nahestehen? Was weiß ich letzten Endes über mich selbst? Und wo verläuft die Grenze zwischen Gut und Böse? Und jetzt kommen hier ein paar Kritikerstimmen. Henning Mankel beweist noch einmal, was er kann. Sein neuer Roman ist das großartige Porträt eines älteren Mannes, der mit seinem Leben ringt. Eine bewegende Lektüre bis zur letzten Zeile, unbedingt lebenswert. Da schreibt, ich vermute, eine skandinavische Zeitung, das nennt sich Literaturmagazinet, aber dieses Literatur halt mit Doppel-T, gut. Und die FAZ schreibt, Henning Mankel versteht sich auf die Abgründe der menschlichen Seele. Das Buch auch im Zollny Verlag erschienen, ist ja auch eine Hardcover-Ausgabe, das kam mal 26 Euro. Jetzt gucke ich mal,
Das Jahr habe ich mir nicht notiert, nur den Preis. Ich habe dafür 2,19 Euro bezahlt, im Zustand sehr gut. Das ist sogar hier mit so einem Lesebändchen. Und es ist aus dem Jahre, also das Original hat der Henning Mankel geschrieben, 2015. Ich weiß gar nicht, wann er gestorben ist, vielleicht 2016, ich weiß es wirklich nicht. Jedenfalls ist dieses Buch vom Zollny Verlag 2016 aufgelegt worden. Ja. So, und dann steht hier noch, was ich eben sagte, dies ist eine für sich alleinstehende Fortsetzung des Romans Die italienischen Schuhe, der 2006 publiziert wurde. Diese Geschichte spielt 8 Jahre später. So, wie gesagt, im Zustand sehr gut. Bestellt. Ja. Und auf dieses Buch freue ich mich sehr. Ah, jetzt steht hier noch was über den Autor. Der Autor ist 2015 gestorben. Aha. Henning Mankel von 1948 bis 2015. Und dann hat er ja auch in Afrika gelebt, konkret in Mosambik. Also hier bin ich sehr gespannt drauf. Und das Buch kann ich eigentlich auch empfehlen. Dieses Gefühl, was da beschrieben wird. Der alte Mann, der da mit seinen beiden älteren Haustieren lebt auf dieser Schäreninsel. Also Einsamkeit kann auch etwas sehr Schönes sein. Ich weiß nicht, warum dieser Begriff im Deutschen so negativ besetzt ist. Also, ja. Allerdings, man wundert sich am Anfang ein bisschen, er lebt im Haus seiner, waren es die Eltern oder die Großeltern, das weiß ich nicht. Die sind natürlich alle tot und in einen Raum geht, also es muss mal das Wohnzimmer gewesen sein, da geht er eigentlich nicht mehr rein, weil da ist ein großer Ameisenhaufen. Das kommt einem ein bisschen zu realistisch vor. Ja? Also ich kenne niemanden, der da einen Ameisenhaufen in seinem Haus dulden oder im Wohnzimmer genau noch dulden würde. Ja? Na gut. Jetzt der letzte Krimi, dann sind wir durch damit. Hier ist noch ein Buch drin, etwas ganz anderes, aber jetzt der letzte Krimi, Henning Mankel, Vor dem Frost, die Hardcover-Ausgabe wieder von Zollny Verlag. Vor dem Frost aus dem Jahre 2003. Bestellt habe ich es im Zustand sehr gut. Bezahlt habe ich dafür 1,80 Euro. So, schauen wir mal. Henning Mankel hat es geschrieben im Jahre 2002, das ist also 20 Jahre zuvor. Erschienen ist es auf Deutsch im Jahre 2003. Und das Buch hat 540 Seiten, also viel Lesevergnügen für 1,80 Euro bei einer Inflationsrate von 5%. Wohin damit? Und ganz zum Schluss ein Kinderbuch von dem österreichischen Autor Erwin Moser. Das ist die Neuauflage eines Buches. Das große Buch von Coco und Kiri. Einen Moment. Das ist auch mit Abstand das teuerste hier an dem Ganzen. Dieses Kinderbuch, dafür habe ich bezahlt, abzüglich des Rabattes, hinzüglich des Versandkostenanteiles, 13,15 Euro. So. Und ich habe es bestellt im Zustand gut. Und so wie ich das sehe, ist es in einem sehr guten Zustand. Eigentlich hervorragend. Eigentlich wie neu. Jetzt schaue ich mal, hier steht nur Nilpferd als Verlag. Aber
Das ist sogar schon die vierte Auflage von 2019. Es ist die G&G Verlagsgesellschaft aus Wien. Hier ist auch eine österreichische Webadresse angegeben, ggverlag.at. Und das Buch soll haben 144 Seiten, na, das wären es hier nicht ganz. Wenn ich hier schon bei 133, 34, 35, naja, 135 Seiten ist okay. Ich mag die Bücher von Erwin Moser sehr. Die haben wunderschöne Zeichnungen. Das sind eigentlich Bücher für Kinder, ja. Aber das heißt ja nicht, dass mir die nicht auch gefallen können. Kann ich eigentlich jedem uneingeschränkt empfehlen. Soweit ich das sehe, gab es in den letzten Jahren Neuauflagen seiner Bücher, die meine im, wie heißt das, Betz und Gilberg Verlag erschienen sind. Und zwar, also vorwiegend gibt es ja diese Gute-Nacht-Geschichten von ihm, das sind so Bücher, etwas größer, so bis hier, die haben 48 Seiten. Und es ist dann immer eine Seite Illustration von ihm selbst und eine Seite eben die Geschichte. Und diese Neuauflagen fassen diese Bücher zusammen in einem etwas dickeren Band. Und so wie ich das gesehen habe, sind die auch ein bisschen kleiner, also im Format. Ich habe sehr viele Bücher von Erwin Moser, Kinderbücher. Nur diese Coco und Kiri-Geschichten. Also hier sehen wir schon so einen kleinen Koala-Bären. Da gibt es wohl 4 Stück von. Kann man natürlich auch gebraucht kaufen, aber ich habe gesehen, dass die einzelnen 4 Bücher wesentlich teurer sind, als wenn ich mir hier diese Gesamtausgabe kaufe. Ja, hier geht es, wie gesagt, um so einen kleinen Koala-Bären. Hier am Beispiel eine Geschichte, Coco und der weiße Vogel, ja. Gibt es auch als separates Buch. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Guck mal ins Inhaltsverzeichnis. Coco mit dem Zauberschirm, der weiße Vogel, Coco und seine Freundin Kiri und Coco und der fliegende Teppich. Es sind genau 4 Geschichten, ja. Gut, dann möchte ich mal noch eine Zeichnung zeigen, damit man in etwa eine Vorstellung bekommt, wovon ich rede. Ich weiß aber nicht, inwieweit man das hier sieht. Man sieht hier eben diesen Koala-Bären mit einem Regenschirm und da stehen viele kleine Mäuse drunter. Gut. Und das war's dann auch mit dem Öffnen dieser Rebellbestellung. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und ich werde wohl noch Fotos von diesen Büchern machen, also Coverfotos, und die an das Video anhängen, wenn irgendjemand Interesse hat. Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal so ein Video drehen werde, weil mir geht der Platz für neue Bücher aus und ich möchte eigentlich weniger haben, nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich mir nochmal so viele Bücher auf einmal bestellen werde. Also da bin ich eher unschlüssig. Ich habe nicht mehr den Platz dafür. Na gut. Okay, dann vielen Dank und auf Wiedersehen.